Fortschritt. Eine der wilden Debatten, die Deutschland jetzt ganz konkret in den letzten Wochen beschäftigt hat, war die Rassismusdebatte rund um die Frankfurter Buchmesse. Und ich finde, in Deutschland, das ist aber mein rein persönliches Empfinden, ist Rassismus oft eine einzelne Debatte, die durch Ereignisse ausgelöst wird, durch ein Event hier, ein Event da. Aber es scheint, als ob wir das noch nicht so wirklich durchgehend diskutiert haben, wie es andere Länder vielleicht wie die UK oder die USA wirklich in der Breite gemacht haben und nicht immer nur so anlassbezogen. Daher ist vielleicht die Frage, ist das ein gutes Zeichen? Ist das ein singuläres Ereignis? Wo sind wir denn da? Und wie betrifft die ganze Rassismusdebatte die Menschen, die als Pädagogen unterwegs sind? Auf was können sie Rücksicht nehmen? Auf was müssen sie Rücksicht nehmen? Und wie können sie das Ganze bewältigen? Darum geht's jetzt mit Aladin El Mafalani. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind nicht nur bekannt für das Forschungsergebnis, für viel, viel mehr, denn Sie sind einer der Menschen, wo man sich fragt, wie bringen Sie das alles unter einen Hut in einem Leben, in einem Tag, der 24 Stunden hat. Vom Job her sind Sie Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Uni Osnabrück. Nebenher aber auch noch in der Betreuung für die Koordinierungsstelle für muslimisches Engagement in Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Beirats für Teilhabe und Integration des Landes NRW, Autor, Herausgeber von Büchern, Zeitschriften, wissenschaftlichen Schriften, ausgezeichnet. Es ist beeindruckend. Aber jetzt heute freue ich mich vor allem, dass Sie mit an Bord sind und ein wirklich extrem aktuelles Thema bearbeiten. Ich überlasse Ihnen den Bildschirm. Ja, vielen Dank auch für die ausführliche Vorstellung. Und ja, ich werde das Thema jetzt mal sehr problemorientiert, also nicht so, wie es in dem aktuellen Buch Wozu Rassismus dargestellt wird, sondern, also das kommt auch alles drin vor, aber heute tatsächlich stärker auf das eingehen, was eigentlich im Kontext von Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen von Bedeutung heute schon ist und in Zukunft sein wird. Denn genauso wie Sie es gesagt haben, einleitend, in Deutschland haben wir da viele Debatten nicht geführt und interessanterweise ist das an Hochschulen kein bisschen besser, also kein bisschen fortschrittlicher oder progressiver oder offensiver gewesen als im Rest der Gesellschaft, was schon überraschend ist, denn tatsächlich gibt es da einiges zu besprechen. Deswegen will ich einmal über die Geschichte wirklich ein paar Worte verlieren. Es geht ja hier sowieso nur so stichpunktartig, ganz grob überblicksartig. Dann über die Geschichte von Rassismus auch an Universitäten und in der Wissenschaft. Dann die Gegenwart, nämlich die Diskurse, die immer hitziger werden, Sie sagen es, und davon ist die Universität, sind Hochschulen ganz besonders betroffen. Das sehen wir international, also kann man gar nicht übersehen. Und bei uns in Deutschland und im deutschsprachigen Raum kann man das jetzt auch schon mehr oder weniger wahrnehmen. Und ich werde einmal skizzieren, woran das liegt. Das hat durchaus Gründe. Dann skizziere ich einmal die Herausforderungen, die für Lehrende auf der einen Seite und für die Hochschulen als Organisation in Zukunft von Bedeutung werden können. Und das Ganze aber auch vor dem Hintergrund, dass Sie dann mehr oder weniger selbst überlegen müssen, was Sie sich da rausziehen. Das ist, wie gesagt, ein sehr, gerade in Deutschland, ein sehr junges, aktuelles Thema. Und da haben sich noch nicht so viele Herangehensweisen wirklich etabliert. Das muss ja auch immer in die eigene Tradition, in die eigenen Organisationen, Institutionen, rechtlichen Bestimmungen und so weiter passen. Deswegen kann man nicht alles eins zu eins aus internationalen Kontexten übernehmen, aber man kann den Kern der Erkenntnis, das Wesentliche herausarbeiten. So, also ich habe gesagt, Geschichte, damit fangen wir an. Was viele nicht wissen, auch so hochgebildete, akademisch arbeitende Menschen wie eben Forschende und Lehrende an Hochschulen, ist, dass so etwas wie Rassenlehre eben nicht gekommen ist, diese Rassenlehre, sozusagen die wissenschaftliche Begründung von Rassismus, von rassistischen Herrschaftsverhältnissen, dass es eben aus den heiligen Hallen der Universitäten Europas
praktisch in die Bevölkerung gegangen ist. Also natürlich gab es rassistische Tendenzen vorher, die haben ganz besonders Ursprünge im Spanien der Neuzeit nach der Reconquista und wo man im Prinzip nach Jahrhunderte oder ganz langer Fremdherrschaft durch die durch Muslime auf der Iberischen Halbinsel überlegen musste, wie schaffen wir es jetzt eigentlich nach so langer Abwesenheit christlicher Herrschaft, hier eine Nation zu bilden. Also Nationenbildung, nationalistische Einheit, homogene Bevölkerung waren sozusagen die Problemfelder. Und da hat man sich dann im Prinzip jetzt ganz vereinfacht darauf verständigt, dass weiße Menschen, die Spanisch sprechen und zugleich Christen sind, dass sie dazugehören und wenn nicht alles drei erfüllt, wird nicht dazugehören zu dieser neu entstehenden Nation. Und dann durch den Kolonialismus, ich meine, das ist jetzt keine so innovative, dieser Dreiklang aus Sprache, phänotypischen Merkmalen und Religion, woran man im Übrigen sieht, dass Kultur und Biologie immer verknüpft wurden in der Begründung. Schon immer nicht nur, das ist kein neues Phänomen des antimuslimischen Rassismus zum Beispiel, war immer schon von Anfang an angelegt. Und das ist jetzt keine so starke Perspektive, die jetzt so durchschlagend sein muss. Aber natürlich genau in dem Jahrzehnt, in dem das passiert, wird Spanien Seemacht und erobert angefangen mit Christopher Columbus, den Planeten, mehr oder weniger. Und die Briten haben das dann praktisch übernommen. In ganz Europa hat sich dieser Gedanke durchgesetzt. Und so ist das passiert. Ein paar Jahrhunderte später beginnt die Aufklärung. Und jetzt kommt eben ein spannender Punkt, den man an Hochschulen reflektieren muss. Denn es waren Aufklärer, die die Rassenlehre entwickelt und gelehrt haben. Und für den deutschen Kontext ist das ganz selbstverständlich so jemand wie Immanuel Kant, der in fast jedem Jahrzehnt seiner Schaffenszeit immer wieder eigene rassentheoretische Ansätze entwickelt hat, Rassendifferenzierung und auch immer nicht nur durch bestimmte Verwendung von Begriffen, sondern auch durch das, was er da tut, eine Hierarchie zwischen Menschen, auch vor dem Hintergrund von Hautfarbe und anderen äußeren Merkmalen hat er konstruiert und damit das Ganze legitimiert. Also rassistische Ausbeutungsverhältnisse, Kolonialismus, Sklaverei, das gab es natürlich vor der Aufklärung. Ich habe gerade skizziert, wie das in Europa ganz stark an Wirkmacht gewonnen hat, wie man sozusagen die moderne die Zeitrechnung des modernen Rassismus beginnt im Prinzip mit der Reconquista, aber 200 und ein paar Jahre mehr später wird durch die Aufklärung das Ganze dann nochmal sehr stark legitimiert. Die gleichen Personen an Universitäten in Europa, die für Autonomie der Menschen, die Freiheit des Individuums, eben für Aufklärung bis hin zu Menschenrechten, also diese Personen, die das entwickelt haben in Europa, haben in der Regel zugleich Abstufungen zwischen Menschen gemacht. Sozusagen die eigene Rasse, wie es bezeichnet wurde, also weiße Europäer, die hatten sozusagen die Vollkommenheit, so wie es Kant selbst formuliert, der Menschheit sozusagen mitgegeben bekommen und sind sozusagen vollständig der Vernunft begabt und der Freiheit fähig und die anderen entsprechend abgestuft. Bei Hegel findet man das auch. Und im Prinzip muss man sagen, wir kommen aus einer derart rassistischen Tradition, Geschichte der gesamten europäischen Neuzeit, dass wir auch in der Wissenschaft kaum jemanden finden, also wirklich wenige große Personen, die sozusagen den Rang eines Klassikers oder einer Klassikerin erfüllen, die hier nicht betroffen sind. Sie waren entweder Kinder ihrer Zeit Kinder ihrer Zeit im Hinblick auf rassistische Denkfiguren und Tendenzen, oder sie haben sogar das Ganze promoted. Sie waren sozusagen ganz starke Akteure, die die Rassentheorien selbst entwickelt haben. Und dementsprechend ist die Wissenschaft damit verwandelt, ganz stark.
und hat entsprechend auch eine besondere Verantwortung, hier ganz, ganz besonders vorsichtig zu sein. Denn in den Jahrhunderten und bis vor wenigen Jahrzehnten war die Verwendung der Idee von Menschenrassen inklusive einer schon nicht mehr so schlimm wie im Nationalsozialismus, aber immer noch erkennbar, schon Abstufung, was Wesensmerkmale und Charaktereigenschaften auch angeht, nicht unüblich. Und zwar sowohl in den Naturwissenschaften als auch in den Geisteswissenschaften. Das wird immer weniger, aber, und jetzt komme ich auf die Gegenwart, den zweiten Punkt, aber es sind ganz viele Wissensbestände und Strukturen, die noch ganz viel von dieser alten Tradition in sich haben. Und die werden jetzt aufgedeckt. Das ist der Grund, warum die Diskurse zu Rassismus ganz stark an Hochschulen stattfinden. Ich würde dazu drei besondere Gründe anführen, die, wenn man die zusammennimmt, ganz klar darauf hindeuten, dass Hochschulen, Universitäten ganz besonders mit diesem Thema zu tun haben werden. Wenn man so möchte, ganz besonders hohes Risiko haben, im Hinblick auf rassistische Diskurse oder Diskurse über Rassismus und auch hitzige Diskurse. Warum? Drei Punkte. Erstens sind die Erwartungen an eine Universität besonders hoch, und zwar von allen. Eine Universität ist so ziemlich die elitärste Institution der Gesellschaft, in der man erwartet, dass dort ja im Prinzip alles und jeder rund um die Uhr durchreflektiert wird. Entsprechend ist das etwas, dem man sich an Hochschulen stellen muss, dass die Erwartungen hier deutlich höher sind als woanders. Also einfach nur zu sagen, naja, die Universität ist doch einfach ein Abbild der Gesellschaft. Das können vielleicht andere Institutionen sagen, auch wenn das nicht schlau ist, sowas zu sagen. Aber Universitäten können das per se nicht, denn sie sind erstens kein Abbild der Gesellschaft und zweitens erwartet man von Universitäten auch nicht, ein Abbild der Gesellschaft zu sein, sondern in vielerlei Hinsicht, gerade in solchen Reflexions- und Bearbeitungsprozessen, dem Rest der Gesellschaft eher voraus. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das Bildungsniveau der Menschen in der Hochschule. Jetzt rede ich nicht mehr von was von außen an Erwartungen gestellt werden, sondern das Bildungsniveau der Menschen an Hochschulen, seien es die Lehrenden und Forschenden, aber auch die Menschen in der Verwaltung und ganz besonders die Studierenden, die haben ein insgesamt höheres Bildungsniveau, als anderswo der Fall ist. Es gibt im Prinzip kaum eine Institution mit einem derart hohen Bildungsniveau der Menschen. Und das führt zum dritten Punkt. Also Bildungsniveau bedeutet erstmal immer, dass Diskurse besonders intensiv geführt werden und auch besonders präzise und gründlich. Und das führt uns zum dritten Punkt. Je höher das Bildungsniveau ist, gerade von Betroffenen, jetzt guck ich mir erstmals die Gruppe der von Rassismus negativ Betroffenen an. Wenn von Rassismus Betroffene mit einem hohen Bildungsniveau da sind, dann wissen wir aus der Forschung, das ist auch ganz besonders mein Forschungsschwerpunkt, auch in der empirischen Forschung, dass die ganz besonders sensibilisiert sind. Also ganz besonders. Das heißt, die haben auch aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund ihres Bildungsniveaus hohe Erwartungen. Und diese hohen Erwartungen, selbst dann, wenn die Realität an Hochschulen sich verbessert, aber sich langsamer verbessert als bei Menschen mit sehr hohem Bildungsniveau und entsprechend hohen Erwartungen, dann würde man sagen, diese Diskrepanz führt dazu, dass man besonders sensibel ist für rassistische Ungleichbehandlung oder rassistisch wirkende Ungleichbehandlung mindestens. Und dann muss man auch darüber reden. Das heißt also, die gleiche Realität würde bei jemandem mit niedrigerem Bildungsniveau und entsprechend auch niedrigeren Erwartungen an Gleichstellung, Gleichbehandlung und Respekt und Anerkennung und so weiter, praktisch, auch wenn es auf einer Ebene ist, nicht dazu führen, dass man sich ungleich behandelt fühlt. Wenn man aber hohe Erwartungen hat bei der gleichen realen Situation, dann schon. Und das hört sich jetzt, so will ich nicht so missverstanden werden, so an, als wären die überempfindlich. Ganz und gar nicht.
Im Prinzip kann man sagen, dass die Lautstärke des Diskurses an Hochschulen häufig doch lauter ist als woanders, gerade aufgrund der gerade beschriebenen drei Punkte. Aber eigentlich müsste er überall so laut sein. So herum wird da ein Schuh draus. Relational zu den anderen Institutionen kann man schon sagen, macht man aus weniger schwerwiegenden Dingen an Hochschulen größere Diskurse. Aber eigentlich geht es eher darum, zu sehen, dass das, was an Hochschulen passiert, keineswegs von Übersensibilität zeugt, sondern erstmal davon, dass man bestimmte Dinge anspricht, die tatsächlich in den heiligen Hallen der Universitäten noch kaum reflektiert wurden. Und die Herausforderungen sind klar, habe ich ja gerade gesagt, das mache ich ganz kurz. Die Herausforderungen sind klar, das Material muss reflektiert werden, sehr häufig wird da immer noch nicht darauf geachtet, dass man zumindest, wenn man Texte liest, über Autoren schreibt, arbeitet oder auch die Geschichte der eigenen Disziplin lehrt, dass das reflektiert werden muss, dass das in einem Kontext stattgefunden hat, der in extremer Form rassistisch geprägt war. Und das gilt genauso für Naturwissenschaften, genauso wie für Philosophie. Es wird in Zukunft nicht mehr gehen, dass man in Philosophievorlesungen und auch in anderen Vorlesungen, in denen zum Beispiel die Aufklärung oder Kant als Person vorkommt, nicht, also das Ganze romantisiert darstellt und nicht darauf zu sprechen kommt, dass das auch noch eine andere Seite hat, eine sehr, sehr, sehr schlimme, aus heutiger Sicht sehr schlimme Seite. Und wenn man das nämlich nicht thematisiert, die Studierenden wissen das. Also bei Instagram finden sie dazu relativ viel, überhaupt in Social Media, im Internet wird das diskutiert. Und das kommt natürlich auch ganz besonders aus dem internationalen Diskurs. Dann geht es natürlich auch darum, dass man die eigene Sprache reflektiert, die eigenen Positionierungen und in vielerlei Hinsicht auch die Kommunikationsbeziehung zwischen Lehrenden und Studierenden. Wir sehen an den Hochschulen, die den Weg beschritten haben, die angefangen haben, dass es dann tatsächlich sehr viele Beschwerden gibt. Das fällt einem erst nicht auf, wenn man nämlich diese Diskurse gar nicht zulässt. Und sobald man sie dann zulässt, dann erfährt man einiges. Und insgesamt muss man sagen, und damit komme ich zum Ende, man muss auch reflektieren, wie sind die Zugänge, wie repräsentativ sind eigentlich die Studierenden in verschiedenen Fächern und insgesamt die Lehrenden, die Forschenden und auch die Inhalte, wenn wir uns die Gesellschaft angucken, wie sie ist. Und das muss mindestens, weil fast alle Fachbereiche und Fakultäten mit dem Lehramtsstudium beschäftigt sind, muss das im Prinzip für alle gelten, da das zu reflektieren. Im Prinzip sowohl für die Fachbereiche, aber auch für die Hochschule als Organisation insgesamt. Und dafür bedarf es Informationsvermittlung, Weiterbildung, Workshops, auch eine gewisse Zuständigkeit. Da gibt es mehrere Hochschulen, das können Sie schnell recherchieren, die dafür eigene Referate, eigene Zuständigkeit, zum Teil auch im Rektorat eigene Zuschnitte entwickelt haben. Und ich glaube, dass Hochschulen gerade vor dem Hintergrund der gerade skizzierten allgemeinen Rahmenbedingungen, was die Menschen, die dort arbeiten, angeht, aber auch was die Geschichte insgesamt angeht, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Diskurse weniger werden, sondern die werden kommen. Und entweder man stellt sich dem, stellt sich auf und geht auch einen konstruktiven Weg in diese Richtung. Oder wir werden das erleben, was wir in gerade Nordamerika ganz besonders erlebt haben in den vergangenen 10 Jahren, dass nämlich die Diskurse derart an Hitzigkeit, derart an Fahrt aufnehmen. Was auch damit zu tun hat, dass die Hochschulen sehr lange sich sozusagen in einer Blockadehaltung es mehr oder weniger gemütlich gemacht haben, dass dann auch hier und da Diskurse einen unschönen Weg einnehmen. Das heißt, aufeinander zugehen macht immer Sinn, Dinge zu reflektieren und auch fachlich genauer zu analysieren, ist eigentlich das, was Universitäten machen. Und da haben wir bestimmte Bereiche, die noch nicht genau ganz erschlossen sind. Blinde Flecken, hätte man früher gesagt. Und dementsprechend bin ich mir ganz sicher, dass ich das Thema gerade hier in dem Kontext, glaube ich, ganz gut
setzen kann, dass diejenigen, die gerade im Bereich von Verwaltung und Lehre an Universitäten für die Zukunft denken wollen, das Thema unbedingt mit berücksichtigen müssen, denn das berührt viele weitere Themen, die die Zukunft, die strategische Aufstellung von Hochschulen ganz nachhaltig berühren werden. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt sind Sie sogar früher zum Schluss gekommen, als ich dachte. Das ist aber toll, weil das bedeutet, dass wir nämlich mehr Zeit für die Fragen haben. Und bevor wir auf diese eingehen, daher nochmal die Aufforderung an alle, schreiben Sie gerne noch mehr Fragen in den Chat. Ich habe gesehen, ein paar sind schon da, auch ein paar Kommentare. Falls Sie den Chat noch nicht offen haben, auf den lila Pfeil rechts am Bildschirm klicken und dann können Sie verfolgen, was da bisher schon passiert ist. Ich gehe einfach mal unchronologisch und auch nicht sortiert durch die Fragen durch. Janine fragt, müssten sich alle Fächer nicht grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen, wo ihre Inhalte herkommen? Absolut eine gute Idee. Dann käme man unweigerlich dazu, dass die Inhalte, dass im Prinzip jedes Fach sich mit der Geschichte kritisch auseinandersetzen muss. Das machen ja viele Fächer auch. Großes Problem ist nur, das machen nicht alle und das wissen auch nicht alle Vertreter der Fächer. Und das macht man sehr häufig nicht, auch nicht vor den Studierenden. Und die Studierenden erwarten das aber. Also ich kann Ihnen sagen, wie mich die Studierenden in meiner Vorlesung angucken, wenn wir einfach nur ein paar Textauszüge von Kant lesen. Dann sind die nämlich total enttäuscht von ihren tollen Philosophie- oder Deutschlehrern, die ihnen sozusagen die Liebe zu Immanuel Kant beigebracht haben und auf einmal erleben die das und das macht eine riesen Enttäuschung. Und im Prinzip muss man beides sich anschauen, weil man dadurch auch direkt in der Lehre kann man das wunderbar verarbeiten. Dann führt das nämlich auch dazu, dass die Studierenden total viel zusätzlich Originalliteratur von Kant zum Beispiel lesen, weil sie dem Ganzen auf die Schliche kommen wollen. Das hilft allen Seiten. Das heißt ja auch nicht, dass man Kant canceln soll. Da kenne ich echt wenige Menschen, die überhaupt auf diese Idee kommen, sondern beide Seiten zeigen, weil man dann auch was Historisches lernt. Aber das heißt ja natürlich auch, dass so jemand wie er, und im Übrigen hat fast jede Disziplin so einen Vertreter, dass der nicht mehr gottähnlich auf einem Podest steht, sondern dann einfach nur als sehr wichtiger Vertreter des Faches gilt, der aber selbst im Hinblick auf das, was man zu seiner Zeit schon hätte wissen können, problematische Dinge transportiert hat. Im Übrigen, was ich gerade nicht erwähnt habe, nur zur kleinen Mini-Ehrenrettung von Kant, am Ende seiner Schaffenszeit, wenn man so will, die letzten 10 Jahre, hat er das nicht mehr gemacht. Er hat sich auch nicht explizit dagegen positioniert, aber da hat er tatsächlich alles, was da passiert ist, hat dann nicht mehr mit so einer Rassenkategorisierung zu tun. Also da gab es wohl, meinen auch viele, eine gewisse Entwicklung, aber dennoch kann man tatsächlich sagen, dass dort extrem viele rassistische Denkfiguren transportiert wurden, gerade von so einem Autor. Und sowas gibt es in nahezu jeder Disziplin. Ähnliches im Hinblick auf Sexismus, Antisemitismus. Also es lohnt sich grundsätzlich, das zu reflektieren. Mhm. Man sagt ja gerade, dass weiße alte Männer vor allem im hohen Alter Schwierigkeiten haben, umzudenken. Insofern rechnen wir ihm das dann vielleicht nochmal doppelt so hoch an. hier eine Frage von Marcel Dux. Ein hoher Bildungsgrad führt also zu einer stärkeren Wahrnehmung von Rassismus und sozialen Unterschieden. Gibt es Lehrkonzepte, die genau auf dieses Problem eingehen? Soweit ich weiß nicht. Das Problem ist ja auch, dass wir in der empirischen Forschung in Nordamerika schon länger Tendenzen haben, also schon länger Befunde haben, die diesen Zusammenhang sichtbar machen. In Deutschland erst wirklich seit wenigen Jahren. Aber dass man das praktisch erklären konnte, so wie ich es gerade erklärt habe, das ist selbst in Nordamerika noch nicht so lange etabliert. Und darauf aufbauend Konzepte zu entwickeln, das ist meines Wissens noch nicht auf eine akkurate Art gelungen. Ausnahme ist im Hinblick auf die Lehre mit Kindern, also mit Kindern und Jugendlichen, das, was man sozusagen Empowerment, aber gerade bei kleinen Kindern meint, dass daraus kann man auch ein paar Erkenntnisse ziehen, nämlich, dass die Kommunikation, also die Kommunikation über
über rassistische Erfahrungen, aber auch über rassistische Kontexte, zum Beispiel im eigenen Inhalt, in der eigenen Institution. Wenn man das anspricht, offensiv anspricht, dann hat das sowohl für die lernenden Kinder und Jugendlichen, auf die jetzt bezogen, aber ich meine, das kann man 1:1 auf Studierende auch übertragen, hat das für die einen positiven Effekt. Und zum anderen entschärft das zunächst die Diskurse, wenn man es aktiv anspricht, wenn man also aktiv darüber redet. Also diese Erfahrung hat man bei allem, was man kritisch sehen kann, auch bei Schulen ohne Rassismus, dass die Tatsache, dass die Institution das aktiv bearbeitet, führt dazu, dass man da aus allen Perspektiven einer Institution eine Sache konstruktiv anpackt. Und jetzt kommt der Haken: Wenn man es dann aber nicht ernst meint, es offen angesprochen hat, Erwartungen geweckt hat und es dann nicht die nächsten Schritte geht, dann hat man ein Problem. Okay. Denn, und zwar gerade bei Hochschulen, da ist die Erwartung ohnehin hoch. Wenn man jetzt ein Thema dann auch anspricht, womöglich auch eine Zuständigkeit zuschneidet, ne, solche Begriffe auch sozusagen in den Plänen der Hochschule im Organigramm auftauchen und dann passiert so wenig, dann hat man natürlich nochmal die Erwartung erhöht und enttäuschte Erwartungen von Hochgebildeten sind, jetzt können Sie alle weiterdenken, sind so ziemlich das Schwerwiegendste, was man als Institution sich leisten kann. Ich sehe, im Chat passiert unglaublich viel, Herr Elmar Falani, und uns bleiben leider nur noch 2 Minuten. Ich würde trotzdem versuchen, 2 kurze Fragen aufzugreifen und schauen wir einfach, wenn wir sie ein bisschen schneller beantworten, dann schaffen wir vielleicht sogar noch eine dritte. Was schade ist natürlich, also ich merke, das Thema trifft wirklich auf Resonanz und wir hätten locker, glaube ich, nochmal 10 Minuten Q&A füllen können. Die eine Frage ist, wie kann ich denn Dialoge eröffnen in einer Hochschule, ohne Fronten zu verstärken? Das ist die eine Frage. Also wie mache ich das möglichst geschmeidig? Also es gibt verschiedene Varianten. Also ich würde jetzt sagen, es ist nicht geschmeidig, aber was ich mal gemacht habe, ist einfach an den Raum zu projizieren oder auch an die Tafel zu schreiben, Universität mit Rassismus. Einfach nur damit die Leute, da lachen viele, ne? Und das ist aber dann so, dass auch Leute irritiert sind, was will er jetzt? Und andere checken sofort, was das sein kann. Und das hat erstmal eine wunderbare eine Gesprächseröffnung gegeben, so einen Impuls. Man kann es aber auch anders machen. Entscheidend ist, dass man das ernst meint, dass man gut informiert ist und nicht nachher sagt, ach Leute, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also solche Reaktionen eben nicht. Und ich glaube, polarisierend wirkt es in der Regel, wenn Hierarchien da sind und die sind halt zwischen Hochschullehrenden und Studierenden da und wenn dann die in der Hierarchie oben sind, überhaupt kein Verständnis zeigen. Also ich kann zum Beispiel davon reden, dass manche Professoren zum Beispiel vorne stehen und dann in einer ziemlich abfälligen Art schon mal glauben, präventiv was Gutes zu machen, indem sie sagen, also wir machen hier eine Vorlesung, Einführung in und ich kann Ihnen sagen, ich muss Ihre Erwartungen enttäuschen, es war nie eine Frau da, die was Besonderes in unserer Disziplin geleistet hat. Ich würde es mir wünschen, ich würde es gerne machen, aber es gab keine und deswegen werden wir hier in 12 Sitzungen 12 Männer durchnehmen. Das ist nicht schlau, auch wenn das für ältere Menschen irgendwie Sinn ergeben könnte, aber das verstärkt das Ganze nur. Und auch bezogen auf Sprache. Ich habe jetzt Rassismus im Vordergrund gehabt, bezogen darauf, wie man mit geschlechtergerechten Sprache umgeht. Da geht es ja gar nicht darum, dass man alles befürwortet, aber diese Frontstellung wird ganz häufig auch von denjenigen überhaupt erst erzeugt, die so vehement sich dagegen stellen. Leider ist uns jetzt die Zeit für die weiteren Fragen zu kurz, vor allem, weil da wirklich auch, nicht nur das, es sind ja wirklich komplexe Themen und auch die nächste Frage würde nochmal ein Fass aufmachen, wie man zum Beispiel damit umgeht, wenn rechtspopulistische Menschen eingeladen werden zu einer Veranstaltung. Das aber ist ja auch gerade zum Beispiel jetzt gerade bei der Buchmesse eine ähnlich gelagerte Diskussion. Insofern vielleicht als Antwort die Frage, sind ja gerade auf Lesereise? Ich hatte das auch nochmal im Chat gepostet, den Link zu Ihrem Buch. Wo kann man Sie vielleicht demnächst treffen und wo sind Sie vielleicht in der Runde eingeladen, wo Sie das ähnliche Thema nochmal diskutieren? Was soll ich jetzt schon sagen? Genau. Ja, also ich bezogen auf Rassismus als pädagogische Herausforderung mit Kindern und Jugendlichen und viel ausführlicher als jetzt spreche ich online, auch glaube ich frei zugänglich, an der Uni Aachen morgen
abends und zum Beispiel Samstag in Frankfurt bei den Römergesprächen über Sprache, also über Sprache, Rassismus und hitzige Diskurse. Und ja, den Rest findet man online. Ich bin auf jeden Fall oft unterwegs und ganz besonders auch an Hochschulen und hochschulnahen Institutionen. Wunderbar. Für alle, die gerade erst dazugekommen sind oder im Laufe des Gesprächs, ich poste einfach nochmal kurz direkt den Link zu Ihrer Landingpage, direkt auch zum Buch. Und alles Weitere findet sich dann bestimmt auch auf Ihrer Webseite. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Es war wunderbar und ich hoffe, dass viele noch die Gelegenheit haben, dann einfach das Gespräch an anderer Stelle fortzuführen oder einer der Runden, die Sie erwähnt haben, zu folgen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Gute Tagung noch.